So, herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Those Who Remain. Eine nächste Folge, und zwar sind wir immer noch in der Feuerwehrstation, sind jetzt in der Anderswelt und schauen uns einfach mal um. Hier haben wir schon Werbung gesehen beim letzten Mal. Ich weiß nicht, was wir hier sollen. Wir sollen hier jemanden finden. In der Welt. Ich habe noch keine Ahnung, was wir finden sollen. Aber es wird wohl irgendeinen Grund haben. Hä? Hier war doch... Es sieht so aus, als würde ein Ventil fehlen. Finde die Ventile. Ach du Scheiße. Vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, ist... Hier war doch so ein... So ein Durchgang blockiert mit Feuer, oder nicht? Ach du Scheiße, was ist denn hier? Überall so. Überall so ekelhafte Krabbelviecher. Müssen wir langsam sein? Mist, wie komme ich darüber? Keine Ahnung, was wir hier suchen sollen, finden sollen. Diesem Ding nicht so nahe kommen, was immer es auch ist. Okay. Also, die Frage ist ja jetzt, haben wir hier irgendwas, was wir in der normalen Welt vielleicht nicht sehen? Irgendwo? Hier reingehen. Da werden wir direkt umgebracht. Nett. Finde jemanden. Leute. Mist. Wie komme ich darüber?
besser. Wir sagen, wir gehen mal hier raus. Mist. Wie komme ich da rüber? Nee, wir gehen andersrum. Das ist so bescheuert. Wen soll ich denn bitte finden, ey? Ah. Ja. Hat sie es aufgehört? Anscheinend. So. Nicht, warte, warte. Wo ist jetzt also diese Person, die ich finden soll? Wahrscheinlich irgendwo. Moin. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas Interessantes? So? Okay, da haben wir wieder eine Note. Ich bin gerade so angespannt, weil ich habe richtig Schiss irgendwie. Dieses Mädchen und ihre Mutter haben nichts falsch gemacht und doch wurden sie von uns geächtet. Warum nur? Weil sie anders waren? Alle, die nichts gesehen oder nicht sehen wollten, sind genauso schuldig wie alle anderen. Mich eingeschlossen. Mein eigener Sohn. Ich kann noch immer nicht glauben, was in dieser Nacht geschah. Ich möchte glauben, dass es ein Unfall war. Hayden ist ein guter Junge. Er gibt sich nur mit den falschen Leuten ab. Wir mussten es tun. Es vertuschen. Es ist unsere Pflicht als Eltern. Jeder hätte dasselbe getan. Vielleicht rede ich mir das auch nur ein. Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass ich schuldig bin. Sie warten dort draußen im Dunkeln mit ihren höllischen, glühenden Augen. Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist, auf sie zu warten. Als Vater schien er ein Versager zu sein. Ach, wir dürfen wieder urteilen. Na wunderbar. Ich freue mich jetzt schon. Feuerwehrbilder. Geil. So, was haben wir denn hier? Okay, hier geht's rein. Moin. Wo geht's denn hier hin? Nicht drunter. Da ist blockiert. Gut, dann gehen wir hier lang. Wow. Oh, ich muss darauf achten, wo ich hintrete. Oha. Thank you.
Wo ist ich denn hier? Das ist ja krass, ey. Das fühlt sich unwirklich an. Wow, ich muss darauf achten, wo ich hintrete. Das fühlt sich unwirklich an. Nu, warum kann ich jetzt hier... Lass mich raten. Muss hier. Ach, da macht er da dahin. Alles klar. Da macht er, glaube ich, das Holzbrett. Ich habe mich schon gefragt, wofür das gut sein soll. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier eins. Wir brauchen hier eins. Hi.
wofür ist das jetzt hier? Aha. Aha. Was? Also, ganz ehrlich. Was ist das hier für eine Fantasiewelt? So, hier haben wir eine 1. Noch eine 1. Und eine Tür. Geschlossen. Was haben wir denn hier? Einmal Dreieck. Einmal Pentagramm. Und einmal ein Viereck. Hm. Wäre denn hier irgendwo ein Hinweis oder so? Nirgendwo ein Hinweis. Soll ich denn auf die Lösung kommen, bitte? Also hier haben wir ein so ein Ding. Ein Dreieck. Warte mal, 4. Vielleicht von den Ecken her. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir 3. Ah, okay. Deswegen diese... Thank you.
Okay. Was jetzt? Finde jemanden. Ja, habe ich, ja. Jetzt falle ich wieder runter. Hä? Boah. Ah, warte mal. Jetzt muss ich da wieder eingeben. Ich verstehe jetzt gerade echt nicht. 4. Hier ist ein Zettel, warte mal. Bob, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Ich muss dich leider um etwas bitten, das gegen alles verstößt, wofür ich stehe. An diesem Morgen warst du mit mir und dem Sheriff in diesem Flussbett. Wir haben alle das arme Mädchen unter dem Tuch des Gerichtsmediziners gesehen. Es sollte nicht passieren, aber es ist passiert. Du weißt auch, dass mein Sohn irgendwie darin verwickelt war. Er kann einfach nicht ins Gefängnis oder in den Jugendknast gehen. Er ist noch ein Kind und es war ein Unfall. Ich schicke ihn zu meiner Schwester nach San Francisco. Er muss aus Dormont raus. Aber keiner darf von diesem Zwischenfall erfahren. Jack wird das regeln. Er wird den Fall zu den Akten legen. Alles, was wir tun müssen, ist, diesen verdammten Morgen zu vergessen. Ich bitte dich nicht als Leiter der Feuerwache, sondern als Freund. Gott, sogar der Feuerwehrchef vertuschte Annikas Tod. Jetzt dürfen wir wieder richten, ja? Ach, jetzt geht's. Da musst du erstmal drauf kommen, dass du... Hi, mein Freund in dem Schaukelstuhl. Du hast dich dazu verschrieben, anderen Leuten zu helfen. Genau das hat der Leiter der Feuerwehr ebenfalls getan. Er hat sein ganzes Leben der Feuerwehr gewidmet. Jedoch vergaß er schnell, was einen guten Vater auszeichnet. Aber dieses Mal beschützte er das Leben seines Sohnes und verschwor sich mit dem Sheriff, um eine Untersuchung zu stoppen. Keith Bradley war kein schlechter Mensch, aber er half dabei, die Todesumstände eines kleinen Mädchens zu vertuschen. Jetzt musst du entscheiden. Sollte man Keith Bradley vergeben oder ihn für sein Verbrechen bestrafen? Hoffentlich ist es das letzte Mal. Leute, ihr wisst, was ich wählen werde. Und es ist ja immer noch der Fall von Annika. Und ich finde es immer noch nicht richtig, das, was passiert ist. Ja, ja, also ich habe das ja schon bei den anderen Entscheidungen auch schon erklärt. Erstmal bin ich darauf bedacht, unser eigenes Schicksal richtet sich danach, wie wir entscheiden. Und deswegen möchte ich mich gut entscheiden. Richtig finde ich es nicht. Aber wie der schon in dem Brief geschrieben hat, es sind halt Kinder, die dann hart bestraft werden, weil sie anscheinend irgendwie einfach zusammen einfach den falschen Umgang hatten miteinander irgendwie. Und dadurch halt dieser Streich entstanden ist. Wobei man halt nicht wissen konnte als Kind, dass sie auf so eine Klippe zufährt. Und dass dann ausgerechnet der Unfall passiert. Es war ja ein Unfall, denn das Fahrrad wurde manipuliert von einem Kind. Und dann haben sie die, wollten die wahrscheinlich nach Hause jagen oder wie auch immer. Und dann ist sie halt, was weiß ich, vielleicht mal einen anderen Weg gefahren. Das weiß man ja jetzt nicht so genau. Und ist dann halt die Klippe runtergestürzt, weil das Fahrrad halt ja manipuliert war. Ich halte das immer noch nicht für gut, aber ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient. Außerdem waren die Erwachsenen es ja nicht selber, sondern sie haben es halt vertuscht.
Ich weiß nicht, wie ich da wäre, aber das habe ich ja alles schon mal in den anderen Entscheidungen erklärt. Es wäre natürlich interessant, mal zu wissen, was passiert, wenn man halt nur die Leute verdammt. Es wäre auch mal interessant, wie das wäre, wenn man halt die Leute mal verdammt, mal rette, mal vergeben, mal retten, mal verdammen, mal wieder vergeben, dann wieder verdammen, wieder vergeben. Ne? So ein Wechsel wäre vielleicht auch mal interessant. Aber das Spiel werde ich wahrscheinlich nicht nochmal durchspielen, weil das ist ein bisschen zu lang, weil man kann die Entscheidung ja nicht direkt machen, sondern man muss ja erstmal das ganze Kapitel wieder spielen. Deswegen werde ich diesem Mann wieder vergeben, weil es halt einfach der Instinkt eines Vaters ist oder des Elternteils oder eines Verwandten, dann das Kind zu schützen. Das ist einfach so. Das kann man einfach nicht vertuschen oder das sollte man eigentlich nicht vertuschen, weil so eine Sache ist wirklich sehr, sehr schwerwiegend, dass das halt einfach unter den Teppich gekehrt wird. Aber ich denke auch an unser eigenes Schicksal. Und wenn wir jemanden verdammen, finde ich das doch ein bisschen hart. Also, komm, erlösen wir ihn aus dem ewigen Fegefeuer. Dem Chef kann vergeben werden. Er ist ein guter Mann und hat nur einen Fehler gemacht. Absolution. Errungenschaft freigeschaltet. Cool. Und dann geht's da rein. Puh. Mal gucken, wie lange das Spiel echt noch geht. Ich wundere mich echt. Der Ladebildschirm des Todes. Ich bin immer noch gespannt, wie das alles so zusammenhängt und so. Oh, ha. Okay. Ja, wir sind aus der Feuerwache schon wieder raus. Die Folge ist auch hier zu Ende. Deswegen werde ich hier jetzt auf jeden Fall wieder einen Break machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Weil es geht viel länger, als ich gedacht habe. Weil die Spieledatei ist echt nicht groß. Aber das ist schon, finde ich, verdammt lang dafür, dass die Spieledatei nicht so groß ist. Ich lasse mich überraschen, was noch kommt. Wir sind ja in bester Gesellschaft mit den ganzen Dudes hier. Die beobachten uns auf Schritt und Tritt. Ich frage mich, ob das die ganzen Einwohner sind. Die abgemurkst wurden von den ganzen Leuchteraugen-Dudes und die dann jetzt dann für uns hier rumstehen, weil wir vielleicht der Letzte sind, der sich noch hier aufhält. Oder wir sind gerade im Kampf zwischen Leben und Tod. Ich habe noch immer nicht so ganz verstanden, wie das alles zusammenhängt. Wir wissen mittlerweile, dass die Frau, die uns hier schon öfter einen Schrecken des Todes eingejagt hat, die Mutter von dem Mädchen ist, was umgekommen ist. Dass es doch nicht halt unsere Frau ist oder unsere Affäre oder unser Kind, sondern wir wissen jetzt schon, was uns passiert ist, beziehungsweise dass unser Kind halt gestorben ist, unsere Frau anscheinend nicht. Aber wie das alles letztendlich zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich kriege das immer noch nicht so wirklich zusammen, warum wir jetzt die ganze Zeit hier durch irgendwelche Fantasiesachen wandeln, in irgendwelche Zwischenrealitäten gehen können und uns hier irgendwie den ganzen Leuchtedudes und irgendwelchen komischen Kreaturen stellen müssen. Ist mir ein Rätsel. Nun ja, wir werden es erfahren in den nächsten Folgen, denke ich. Ich hoffe, das wird noch einigermaßen aufgeklärt, sodass man es versteht, weil manchmal ist es dann doch ein bisschen tricky, dass man es vielleicht nicht sofort auf Anhieb versteht. Ich bin gespannt und freue mich auf die nächste Folge. Ich sage euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen und danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar, auch gerne ein Abo, wenn ihr möchtet. Freut mich auf jeden Fall. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle und
ja, sag dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut und ciao, bye bye.